Ihr seht schon an dem Logo, Aufmachung des Kartons, was hier drin steckt, oder zumindest welcher Hersteller hier vor uns liegt. Das ist VFC und Mod VR16. Ja, was ist das? Natürlich wieder ein M4. Aber das hier ist eine interessante Waffe, wie ich finde, deswegen hier im Review bei mir. Denn die Waffe paart gute Verarbeitung, aber keine Lizenzrechte, sodass ihr hier eine gute VFC mit guter Verarbeitung zu einen um 100 Euro günstigeren Preis kriegen solltet. Aber das werden wir im weiteren Review sehen und jetzt hier der Lieferumfang. Machen wir den Karton auf. So, der Lieferumfang. Einmal eine Bedienungsanleitung. Und hier diesmal im Gegensatz zu sonst ein Low-Cap-Magazin oder Mid-Cap. Sieht man jetzt so nicht. Und die Waffe selbst, das war's. VFC typisch, nichts war da dabei. Verarbeitung von der VFC VR16. Also klar, Name sagt VFC, steht für gute äußerliche Verarbeitung und das hat auch dieses Modell an sich. Schiene und Gehäuse und so weiter, das ist alles aus Aluminium und nichts wackelt, das ist wirklich verwindungssteif, hat wirklich eine sehr gute Verarbeitung. Das mitgelieferte Magazin habe ich mal gekonnt ignoriert, denn das ist scheiße. Ich habe es nicht immer in den Schacht reingekriegt, also von daher, das hier sind die Bugatti Typ 20 Magazine, die funktionieren wirklich wunderbar. Rasten ein und feeden auch. Ansonsten ist die Waffe äußerlich sehr hochwertig verarbeitet. Um das Hub-Up einzustellen, einfach den Verschluss nach hinten, der hält dann hinten. Um das Hub-Up einzustellen, einfach das Drehrad nach oben verdrehen, dann kriegt er mehr Drall für schwerere Kugeln. Dann den Verschlussfanghebel drücken, um das Fake-Verschluss wieder nach vorne zu kriegen. Und die Klappe wieder zumachen und dann ist das wieder safe. Das Akkufach verbirgt sich bei der M4 hinten im Schaft, einfach ein bisschen dran ziehen und dann kriegt ihr hier den Akku bequem untergebracht. Also da finde ich den QRS-Schaft wirklich sehr gut. Passt 4 Akku rein und einfach Zudecke und dann ist es safe. Könnt ihr auch natürlich stufenlos hier hinten verstellen, funktioniert auch. Auch ein Slingswivel habt ihr hier hinten dran, um den Sling zu befestigen. Feuerwehrhebel ist hier M4 typisch, auf der linken Seite. Schützen ausgesehen. Geht natürlich nur semi und safe. Auch bei Dauerfeuer schießt du nur semi. Ihr habt da auch noch ein paar Flip-Up-Sides. Das vordere kann eingestellt werden, das hintere auch, aber letzten Endes empfehle ich euch auf jeden Fall eine Optik zu montieren, denn die Kugeln fliegen über das Korn hinweg. So gut kriegt ihr das nicht eingestellt. Meter VFC VR16. Okay. Okay.
Okay. Das gleiche auch hier wie bei den meisten SAEGs. Bei 60 Meter, wenn man auf das Ziel zielt und treffen will, ist einfach Schluss, weil die Kugeln unten drunter wegfliegen. Fazit zur VFC, positiv, mal wieder die äußerliche Verarbeitung. Nichts wackelt, nichts klappert, es fässt sich gut an, auch die Farbe sieht gut und realistisch aus. Das gefällt mir sehr gut. Innerlich ist es wirklich oldschool. Das heißt, da ist nicht immer ein MOSFET mit verbaut und es ist eine ganz normale herkömmliche Switch-Unit, die auch dann, wohl oder übel schnell verschleißen wird, sodass ich euch in jedem Fall dann doch empfehle, einen MOSFET zu verbauen, um denen entgegenzuwirken. Und ja, die Präzision ist jetzt auch eher Durchschnitt. Also da habe ich schon Besseres gesehen. Davon mal abgesehen habt ihr aber den Bugatti Werkstatt-Service und könnt das Teil tunen lassen, wie ihr möchtet. Dankeschön fürs Einschalten und dann sehen wir uns bald. Hoffentlich auch beim nächsten Mal. Ciao.